So, dann geht's weiter auf Ghostfly. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es heute mal weitergeht. Ich habe jetzt mal wirklich meine Party ausnahmsweise, die Buffs und so weiter. Die Buffs habe ich noch und meistens nehme ich ja so spät auf, dass es halt irgendwie dann meistens gar nichts mehr gibt. Halt, wer zuletzt kommt, mal zuletzt oder so oder andersrum. Naja, auf jeden Fall, ich bin immer nachts online und nehme halt nachts auf und das haut meistens dann nicht so gut hin. Genau, das Problem ist es zumindest heute mal nicht da. Das heißt, wir können heute wirklich mal entspannt aufnehmen, hoffentlich. Und mir kam letztes Mal noch die Idee, es gibt doch diesen Awakening hier, oder? Awakening-System. So, oha, was ist das hier alles? Kann ich hier einfach. Dann muss ich ja trotzdem weg. Nee, das ist Kacke, das will ich nicht. Der Ghost Nexus ist over. Okay. Boah, ich muss sagen, ich suchte momentan irgendwie echt so ein bisschen City Skyline. Ich weiß nicht warum. Dieses Game, also ich mag gern solche City-Builder oder so Stadtbauer und wie nennt man das Genre eigentlich? Ja, City-Builder, glaube ich, ist halt so das Genre. Und ich meine, ich habe Anno geliebt, alle, also letzten drei Teile, also 1800, 2070 und. Ja, größtenteils eigentlich nur die beiden. Davor habe ich noch irgendwie so ein paar andere gespielt, ich glaube 1403 oder was das war. Und also richtig halt eigentlich die letzten zwei irgendwie. Und ja, also wenn ihr meinen Steam-Account sehen würde, das seht halt glaube ich nochmal 10, 15 andere City-Builder drin. Und ist irgendwie echt ein bisschen mein Ding. Fahre ich irgendwie. Aber ich bin lustigerweise an City Skyline bin ich komplett vorbeigerauscht. Obwohl es eigentlich so der City-Builder schlechthin ist. Und ich habe halt mal angefangen, ich habe das seit Ewigkeiten in meiner Epic-Bibliothek drin, weil das immer kostenlos war. Und jetzt haben wir angefangen und habe dann so gemerkt, eigentlich ja ganz witzig so. Und ja, macht echt Spaß. Also, ist cool. Genau. Aber Fluff ist auch ganz lustig. Mal wieder ein bisschen leveln, einfach so ein bisschen abschalten und so. Ich meine, City Skyline ist auch entspannend und so. Aber ja, ein bisschen was anderes ist halt trotzdem gefühlt. Also, naja. ,1 oder 1,2% pro Map? Okay. Waren letztens bei anderen Mobs, dass die weniger gegeben haben? Okay, 0,99 aktuell, also ziemlich genau 1%. Ja, geht. Ich meine, 100 Mobs für ein Level, das ist halt echt in Ordnung. Genau, den ganzen Müll können wir weghauen da. Was haben wir noch für einen Ring? 10 SCR. Ja, wir verlieren Crit-Rate, was das irgendwie auch wieder uncool ist. Aber egal, weg damit. Der andere bringt STA und STR. Den behalten wir natürlich, ist klar. Der ist eigentlich auch ganz nett. Ja, nee. Not good enough. So, hier. Braucht Ringmaster noch irgendwas? Nee, der Ringmaster hat eigentlich schon alles. Okay. Hauen wir das noch weg. So, perfekt, okay. 80, das kann man auch noch weghauen. Dann haben wir, glaube ich, endlich mal ein bisschen Platz da. Warum ich übrigens Amplis nutzt, keine Ahnung. Ich denke halt mal, also ich nutze die Amplis meistens halt später, wenn es halt wirklich richtig knackig wird. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, weiß ich nicht. Da müssen wir einfach mal schauen. Genau. Ja, Pinatrops sind eigentlich ganz in Ordnung. Wir machen immer so, keine Ahnung. Alle paar Minuten kriegen wir eine Million dazu. Das ist eigentlich ganz cool, würde ich mal sagen. Zumindest ist es nicht komplett scheiße. 99. Nee, das haut nicht ganz hin. Ja, ich merke halt schon so ein bisschen, dass es ist nicht ganz so optimal. Also. So ein Hiss-Jojo wäre halt schon echt geil irgendwie. Aber da, naja, sah es letztens irgendwie nicht ganz so gut aus damit.
Ich meine, wir können es ja nochmal probieren, schnell ein, zwei Runs machen und dann hoffen, dass wir was droppen. Ich meine, unser Schaden ist um einiges höher, unsere HP sind auch höher. Eigentlich ist alles recht gut momentan. Andererseits, mit Level 90 könnte man auch schon Angels-Waffen farmen. Nur weiß ich halt nicht, wie cool das es halt wird, Angels-Waffen zu farmen, wenn man noch einen G-Jojo hat. Das kann natürlich dann schon ein bisschen blöd sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Eine MP-Kette. Ich überlege gerade auch, ob ich noch die Restradteile aufsammeln lassen sollte. Können wir auf Rare gehen, dann kriegen wir vielleicht die noch. Und dann schauen wir einfach, was die besten sind. Warte mal. Ja, kann schon mal raus. Ich packe die gleich mal da rein. Dann können wir einfach mal live aussortieren und einfach immer den besten Teil behalten. Das ist, glaube ich, schon sinnvoll. Genau. Oh, Ringmaster Level Up. Nice. Dann haben wir ja alle Buffs, das heißt, ein Ringmaster, also eigentlich braucht man einen Ringmaster effektiv eh nicht. Ich weiß nicht mal, ob man den braucht für höhere EXP oder so. Ich habe hier mal vor Ewigkeiten gezockt. Das ist wirklich schon ewig her. Okay, Schmuck ist E+6. Jetzt schauen wir ganz kurz, was überhaupt das nächste auf uns zukommt. Oh ne, wir haben gleich keine Buffs mehr. Nein. Gibt es hier irgendwelche 116? Angels? Ja, naja. Oh, so ein Angels-Jubel wäre das schon geil und wichtig. Es hat einfach alles auf 130, oder? Also Leveln ist, glaube ich, einfach echt ein bisschen überbewertet. Also klar, man macht halt einmal 130 und so, aber es ist halt wirklich... Ja, das ist halt... Das macht man halt einfach und dann war's das. Ich frage mich übrigens, ob die immer noch das System haben von damals, dass man wirklich alle Dungeons solo machen kann. Das fand ich nämlich echt ein sehr geiles System. Ich meine, Flife mit anderen Leuten zu zocken und so macht natürlich schon auch Spaß, aber man muss immer so dedicated einfach sein. Das ist immer so das Ding. Ich will halt irgendwie auch mittlerweile ein bisschen mehr casual zocken. Ich will so meine Projekte weitermachen, privat und sonst wo. Und wenn man halt so seriously oder so serious Flife spielen will, dann kannst du das halt im Prinzip kaum machen. Also ich kann nicht sagen, so ja, ich bin jetzt halt 3 Stunden am Tag da und den Rest des Tages halt nicht oder so. Das haut halt nicht hin. Das ist einfach das große Problem. So, sind hier irgendwelche Buffer da? Heute nicht, okay. Jo, lag das? Ich bin nicht gecrushed, okay. So, gibt es doch bestimmt irgendwelche Buffer, oder? Komm, klick drauf. Hä, was ist mit den Spielerzahlen los? Die waren letztens irgendwie mega hoch. Am Sonntag? Gut, Sonntagabend, aber... Bufft jetzt ja echt keiner mehr? Och, come on. Oder haben die es geändert oder so? Hä, was ist denn mit den... Ja, okay, hier sind ein paar, aber... Neu? Letztens war das alles übel voll und heute irgendwie fast nichts mehr. What? Okay, wie viel kosten... Was ist das jetzt für ein Zeug? Tratesia, oh Gott. Da gibt so viel Stuff irgendwie. Warum sagt mir das denn keiner? Warum sagt mir das denn keiner, dass es hier Amplis gibt? Ach Leute. Erzählt mir doch sowas. Und ich hab Amplis gespart wie ein Idiot. Ich meine, ja, ich hätte auch selbst schauen können und so, klar, aber... Ach man, nee. Minuten, 30% mehr. Kacke. I see.
Okay. Das heißt, wir haben einfach unsere Zeit verschwendet. Aber macht nichts. So, hiervon kaufen wir so 10 Stück oder so. Reward Scrolls kosten 500k, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich würde sagen, Dex plus 300, what? Aber, hä, wir haben 300 Dev da drauf erweckt jetzt? Hä, einfach so, what? Ey. Lol. Also ich weiß nicht, ob es gerade einfach eine Lucky Awake oder so war. Aber mein unerfahrenes... nee, wahrscheinlich nicht irgendwie lucky. Es ist einfach so. 7% Crit Damage, 3 und Def. Okay. 100 Attack, klar. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen heftig. Finde ich so. The fuck? Okay, also... Naja. Wie schaut es denn jetzt in Morning aus? Wegen A, Buffs und B, Spielerzahlen? Ja, es laggt schon mal ganz gut. Ja, hier geht's los, ja. Hier ist was los. Ich weiß nicht, ob die Vendors permanent sind oder nicht, keine Ahnung. Okay, hier ist echt einiges los. Ja, es ist ein bisschen weniger als letztens, aber es ist immer noch ziemlich gut. Ja. Aber es gibt hier halt nur Endgame-Stuff irgendwie. Ja gut, okay, natürlich, ich meine, ja, klar. Andererseits, wisst ihr was, wenn wir mit Amplis leveln können und die einfach nichts kosten, dann skippen wir doch jetzt einfach die Hiss-Waffen und gehen einfach direkt auf den nächsten. Theoretisch können wir sogar die Angels-Waffe skippen. Streng genommen können wir es machen. Im Icon-Effekt, what? Okay. Meert, okay, whatever das alles hier ist. Ich hoffe, ich brauche keinen Guide dafür, um das Ganze zu verstehen. Es gibt hier halt echt nur Endgame-Stuff irgendwie, verstehe ich nicht. Aber okay. Na gut, Buffs gab es leider gerade keine für uns. Oder Ringmaster hat natürlich noch Buffs für uns. Zumindest ein paar hier. So, da unten ist er. Ach nee, jetzt ist die... Come on. Ah ja, okay. Naja, 4 Minuten. Wahrscheinlich keine Scrolls sein oder so. Travel muss ganz schnell auf den Ringmaster rüber. Man kann nur einen aktivieren. Wow. Okay, das wird dann doch ein bisschen lustiger. Aber gut, ich meine natürlich, eine Ampli reicht. Man kriegt eigentlich eh ziemlich viele XP. Aber klar, es ist natürlich jetzt nicht ganz so easy, wie ich mir dachte. Keine Sorge. Soll jetzt nicht heißen, dass es zu schwer wäre oder so. Das auf keinen Fall. Aber ja, ganz, ganz so easy wird es auf alle Fälle doch nicht. Okay. So, das machen wir noch an. Das machen wir noch an. Ah ja, warte mal. Buffs sind aus, oder? Genau, jetzt haben wir es an. 19k Damage, das ist ein bisschen besser. Ach ne, wir waren gerade auch Level up. Hoppla. XP schauen wir gleich. 85. Ja, also 90er Jojo haben wir auf alle Fälle dann. Das, glaube ich, macht schon Sinn. Genau. So, XP 11%. Wait, what? Nee, stimmt schon. 1,5 ungefähr. Bisschen weniger als 1,5%. Ja, das passt aber. Das ist gut genug. Es ist wirklich ordentlich. Nee, also Leveln... was war das gerade für ein Geräusch? Leveln geht wirklich mehr als schnell genug. Das haut schon hin. Das passt schon. Genau.
Ja, also 90er Dungeon fahren wir auf alle Fälle. Wie gesagt, wir können es eigentlich auch dann direkt da rein. Ich meine, Amplis kostet halt eh nichts. Ich überlege gerade, welcher Dungeon ist das? Das ist die Cain's Mine. Oh Gott, ich hoffe, wir müssen nicht bis zum Ende. Das ist auch so ein ekelhafter Dungeon, der halt einfach wieder ewig groß ist. Ich meine, klar, wir haben hier... Ja, oder Level Down? Gibt es einen Level Down? Alter, das Ding ist auch krass. Warum ist hier Dex drauf gesockelt? Macht man das so? Keine Ahnung. Ist aber interessant.